vom Pyramid Head Buff zum Pyramid Head Nerf, also weiß ich nicht ganz, aber der Nerf ist auf jeden Fall gut. Man kann die Cages nicht mehr so gut campen und jetzt gucken wir uns auf meiner Hassmap erstmal an, wie wir mit ihm so klarkommen auf der Map und wie Deerstalker gegen Plot Twist ankommen wird. Mal gucken, wie das laufen wird. Und da wir auf die Map kommen, kann ich schon mal was dazu sagen, weil viele sagen, die Map ist eigentlich fein. Die Map ist cool und die Map ist ziemlich balanced. Und ich stimme zu, sie ist ziemlich balanced, sie ist fein dahingehend, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem mit der Map und warum ich diese Map hasse, ist... ist, dass sie viel zu farbig ist, ich hier gar keine Orientierung habe und diese Insekten und diese Geräusche, die mich completely off-thrown. Ich finde die übelst scheiße. Das ist mein Problem mit der Map. Nicht, dass sie irgendwie jetzt unfair ist für Killer, unfair ist für Survivor oder so. Mein Problem mit der Map sind wirklich die Visuals, die Sounds, ich hasse Insekten auch. Ich hasse Insekten. Ich hasse Insekten. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, dass ich Insekten hasse. Und er hat gerade... er hat gerade getramaturgied und dann rumgeschrien. Adam weiß, ich habe einfach Double Range mitgenommen. Einfach Double Range schnell. Schnell mit rein. Merkt ihr selbst, ne? Double Range is the way to go. Warte, was hinter mir? Okay, warte mal. Du kleiner Arsch. Du kleiner Arsch, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, nee, schade. Ach, da könnte vielleicht noch wer kommen. Egal. Nice. Schade. Nein, hör auf damit! Hör auf! Fahr zur Hölle! Fahr zur Hölle! Schade. Marmelade, das war's dann wohl für dich, Homie. Reicht doch mal. Ey, wie ich. P2B ist so eine Karte. Nein! Nein! Lassen Sie mich in Ruhe. Ihr Freund hier muss sterben. Ihr Freund hier muss sterben. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Warum bringt das sich gerade am Haken um? Was ist jetzt passiert? Und warum habe ich Kuh dabei, fragt ihr euch natürlich. Ich mich auch. Nicht Spaß. Also Kuh finde ich einfach, ist ein funny Perk. Ich werde den so oft runnen jetzt einfach so. Man bekommt statt 5 jetzt einfach 10. Bei Kuh ist jetzt natürlich nicht das Problem mit den Swings einfach gelöst worden. Dass es halt noch immer bei einem halbwegs langen Swing auch schon mit dabei ist. Finde ich halt natürlich stupid, aber ich finde es so auch ganz nett gelöst. Natürlich hätte ich die Komplettlösung noch besser gefunden, aber kann man so schon auch machen. Kann man so schon auch machen. Und jetzt würde ich gerne mal... Leute, er macht mich wahnsinnig. Er macht mich wahnsinnig. Ich gehe jetzt auf den, der nicht verletzt ist. Ich sehe dich definitiv nicht. Trust. Ich kann das alles nicht ertragen. Nee, habe ich nicht früh genug gemacht noch. Egal. Ja, ein bisschen weiter nach links. Ich hätte gedacht, er dodgt vielleicht, aber er dodgt gar nicht. Gar kein Dodge einfach. So. Was ist das? Meine Schmerzen sind so groß. Meine Schmerzen sind so unfassbar groß. Meine Schmerzen sind wirklich unfassbar groß. Das glaubt mir niemand. Das kauft mir doch niemand ab, was für große Schmerzen ich habe. Ehrlich. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Also... Was ist hier schon wieder?
Scheiße! Läuft nicht immer so im Leben, wie man will, ne? Okay, ich kann jetzt predikten, wo der Cage ist. Der ist wahrscheinlich da drüben irgendwo. Halt die Fresse! Reg mich nicht auf, Junge! Der ist jetzt da drüben wahrscheinlich irgendwo. In der Richtung oder da hinten. Ich gehe ja von da drüben aus. Als Professional Parameter. Da werden wir den Cage dann gleich finden. Hä? Er hat auf rumzuschreien. Aber ja, ich habe richtig predicted. Dramaturgy. Nein, der hat den Double Speed Boost bekommen. Oh mein Gott, Q, der Lebensretter. Oh. Aber der Cage wäre jetzt, wenn ich ein paar Sekunden länger oder früher besser gesagt da gewesen wäre, wäre der Cage da jetzt wäsch. Nee, das schaffe ich nicht mehr. So. Das ist so funny. Hallo? Du bist wirklich annoying! Hört auf, mich alle anzuschreien! Hört auf! Da hat sich wieder gedownt. Da sehe ich unsere Deerstalker-Value jetzt. Da sehe ich die Deerstalker. Also es ist ein perfekter Counter, muss man sagen, Deerstalker. Aber ja, es kommt halt auch darauf an, nehmen sie den Perk überhaupt mit. Es ist schon ein Wasted Perk Slot auch einfach, wenn sie den Perk halt nicht mitnehmen. Und ihr macht mich wirklich alle fertig hier. Ihr macht mich wirklich alle, ausnahmslos alle fertig hier. Du am allermeisten, mein Junge. Du am allermeisten. Es reicht hier. Ja, nee, ich kann nicht mehr. Ich hoffe, meine Kühlung stört außerdem nicht während der Aufnahme. Das würde mich ein bisschen abfucken, muss ich sagen. Aber ich brauche das, sonst würde ich hier echt sterben. Sonst würde ich hier echt gerade einen Hitzeschlag sterben. Beenden wir die Runde einfach. Ich höre mir das an in der Aufnahme, ob man eh nicht allzu viel... Nicolas Cage. Ich will da rein. Ja, okay, erstmal gefailt. 3, 2, 1, so. Ja, hab den Hitler nicht mehr bekommen auf den Unhooked Survivor. Aber dich werde ich verfolgen jetzt. Du bist mein Opfer. Hast du jetzt das gecheckt, dass das da unten Basement ist? Was ist das für eine Runde? Hangman's Value. Hab dich definitiv nicht gesehen, Homie. Ehrlich. Muss mir einfach vertrauen. Hab dich definitiv nicht gesehen. Wüsste gar nicht, wie ich dich sehen hätte können. Diese Runde. Diese absolute Weirdo-Runde. Was ist das gewesen? Oh Mann. Q ist ja so dumm. Deerstalker als Counter für Plot Twist ist so dumm. Plot Twist selbst ist so dumm. Ich kann nicht mehr. Es ist zu lustig. Also wer sich den P2P nicht geholt hat, freut euch wirklich auf die Live-Server. Es wird legendary. Ich bekomme sogar ein G und ein G. Es ist eine kranke Welt, in der wir leben. Dieser Perk, Leute, er macht mich fertig. Aber ich wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Tag, Leute. Ciao und bis zum nächsten Mal.